Hallo ihr Lieben, ich habe jetzt mal die Kamera ein bisschen anders positioniert und möchte euch meinen Victoria's Secret Haul vorstellen übers Internet. Ich habe das also über die deutsche Victoria's Secret Seite bestellt und der Versand findet nicht über die Vereinigten Staaten statt, sondern über Frankreich. Deshalb dauert das auch nur 3 bis 4 Tage und ihr habt eure Sachen zu Hause. Wenn wir an Victoria's Secret denken, wenn wir Victoria's Secret hören, denken wir an die Engel, an Sexy Dessous, Lüsschen etc. Das werde ich euch heute nicht vorstellen. Victoria's Secret ist viel mehr. Es gibt auch eine Untermarke für junge Leute, Pink nennt sich das. Aber ich habe speziell bei Victoria's Secret mir was Sportives und also auch für die Nacht etwas gekauft. Und ich liebe diese Klamotten. Als ich VS kennengelernt habe, vor knapp 20 Jahren, war ich hingerissen und begeistert und habe jeden einzelnen Slip gehegt und gepflegt, weil man bekam das ja nicht in Europa, ne? Und musste jedes Mal in die Staaten fliegen, um sich VS zu kaufen. Das ist ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis, Qualität ist super. Es raschelt jetzt ein bisschen. Ich werde es auch nochmal extra vorführen, dann also teilweise angezogen, jetzt nicht die Schlafhöschen, aber ich habe noch 2 lange Hosen, so Satinhosen, und die finde ich ziemlich geil und die möchte ich euch zeigen. Ich habe extra mal nochmal die Preise aufgeschrieben, weil die sich natürlich verändert haben. Was noch Motivation war, bei VS zu bestellen, die haben ständig Sale, also 40%, 20% auf BHs etc. und 40% auf Schlafwäsche. Da dachte ich mir, nee. Und ab 100 Euro Bestellwert sind die Versandkosten umsonst. Also ein Bralett ist wie ein Bustier, das ist ohne Körbchen, das ist so ein Oberteil, das ist so spitze, vorne zum Zusammenmachen, so sieht der Rücken aus, ich finde wunderschön, kostet, wartet, lasst mich gucken, lasst mich nicht lügen, Bralett kostet, einer kostet 21 Euro und für zwei, also 2,37, deshalb habe ich 2 Stück gekauft in Das nennt sich Kokosweiß, das ist übrigens eine tolle Farbe, ne? Kokosweiß nennt sich das, und in Schwarz ein. Kann man nichts falsch machen, ne? Ich habe die schon offen, weil ich das wie gesagt probiert habe. Die haben sehr schöne, wenn ihr euch da mal was bestellen wollt, dann wisst nicht, mein Gott, mit den Größen, das sind ja amerikanische Größen, das sind tolle Größentabellen, da könnt ihr alles wunderbar nachmessen und auch, was ist die Größe in Deutschland, wie ist die denn in Amerika, also kann man super nachforschen, was sie richtig. Also diese Dinger finde ich sehr schön, weil man mag nicht immer BHs. Ich liebe auch diese BHs von Victoria's Secret, aber manchmal hat man ja Bock, so einfach nur so ein bisschen gerade beim Sport sowas ohne Bügel zu tragen. Ne? Dann habe ich mir gedacht, zum Schlafen, so Schlafshorts in Anthrazit gerippt, die werde ich jetzt nicht anprobieren, die werde ich euch nicht zeigen. Und so spitze an der Seite, ganz sweet. Ich kaufe mir das immer eine Nummer größer, damit das hüftig sitzt und nicht so eng ist, ist ein Medium. Ich würde immer eine Nummer größer nehmen, weil wenn man schläft, will man es ja bequem haben und es darf ja nicht so zwicken und zwacken und eng sein. Also diese Schlafshorts kosten, Moment, statt 31,60 kosten sie zu 16 Euro. Baumwolle, super. Und dann habe ich mir das gleiche nochmal auch leicht feinripp in so einem Roséton oder Puderton, auch mit dieser Spitze. Und dazu ein Schlafshirt. Ja, ein Schlafshirt. Das ist auch ein Medium mit so weiten Ärmeln. Das geht so hier über die Schulter. Ich finde es immer ganz schön, wenn über der Schulter was nachts ist, weil ich schlafe bei offenem Fenster. Ich kann bei zu einem Fenster nicht schlafen. Passt toll zusammen, diese beiden, aber auch mit Grau und diesen Puderton. Das ist eine Satinhose mit einer Spitze. Seht ihr das? Das Ende ist eine Spitze. Sieht total hammer mit High Heels aus. Also kann man sich super schick mit anziehen. Und dann noch eine bunte Satinhose, die nicht klebt. Die Satinhosen, die kosteten so um die 40 Euro. Eine blaue. Ich habe mir die auch in M bestellt, mit so einem sehr schönen floralen Druck, und an der Seite ist so ein Streifen mit Eingriffstaschen. Ja, ne? Aber wie gesagt, ich werde sie euch gleich demonstrieren, nochmal in die Kamera halten, diesen wunderbaren Stoff.
Und eine ganz einfache Bluse, die kostet irgendwie 20 Euro. So ein ganz habe ich mir auch weitergenommen, weil ich das ganz schön finde. Einfach so eine, über so ein, wenn man so ein Bralett anhat oder so ein Shirt, einfach so eine Bluse drüber, vielleicht vorne zusammengeknotet, so eine ganz leichte mit normalen Knöpfchen. Also das ist eine ganz leichte, super Baumwolle. Ich habe mal alles im Medium bestellt. Ich dachte mir auch lieber größer als zu klein, wenn es dann zwackt. Das Teil finde ich richtig, richtig schön. Das ist so ein Sommervlies. Dieser Sommervlies kostet normalerweise 53 Euro und jetzt für 27 Euro. Und da kam ich nicht umhin, es nicht zu bestellen. Super schön. Habe ich auch ein Medium bestellt mit einem weiten, mit einem V-Ausschnitt. Ist so kastig geschnitten. Ja. Und dann ist hier, ich bin ja nicht so ein Werbefan, dass ich so mit Werbebotschaften rumlaufe. Aber hier an der Seite ist dieses, wartet mal, Victoria's Secret steht da in so silbriger Schrift. Ich sag euch, das ist wunderbar angenehm auf der Haut. Es rutscht, kann man auch so ein bisschen über die Schulter für jüngere Mädchen. Ja, also ich habe mir, wie gesagt, nicht aus der Pink-Serie bestellt, sondern lediglich aus der Victoria's Secret Kategorie. Und nun werde ich die beiden Hosen anziehen und die Bluse und dieses Teil und werde euch das dann vorführen. Bis gleich. So, das ist jetzt die Hose. Die habe ich jetzt angezogen, leicht elegant, also mit High Heels. Und ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ich halte nämlich hier die Kamera nur, also dass ihr die Spitze seht. Das ist sehr schön, sehr lässig. Man kann es natürlich auch mit einem, also sportiv tragen, mit flachen Schuhen. Aber ich wollte euch das ganz gerne mal mit hohen Schuhen vorführen. Das ist jetzt der leichte Sommervlies. Sehr lässig, sehr locker. Schön kann man auch so ein bisschen Oversize tragen, wenn man möchte, oder eben auch ja, lässig mit Flipflops. Sehr bequemes, tolles Outfit. Das ist jetzt dieses super leichte Sommerblüschen, die Hose mit seitlichen Taschen, diesem Streifen. Also ich habe das jetzt mal so zusammengeknotet. Man kann das natürlich auch so offen, locker tragen. Es ist hier so ein bisschen abgerundet und passt super farblich auch zusammen. Trägt sich sehr, sehr schön. Ich habe jetzt dieses Bralett auch drunter. Ja. Mit flachen Schuhen habe ich das jetzt an. Eine sehr schöne Hose. Und die klebt nicht. Also die ist wirklich wahnsinnig angenehm zu tragen. So, hier seht ihr das Ganze nochmal. Das ganze Outfit mit der Kamera davor. Sieht ziemlich cool aus, finde ich. So, ihr Lieben, das war jetzt mein kleiner Victoria's Secret Haul. Lässige Mode für den Sommer und für die Nacht. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Vielleicht habt ihr auch irgendwie die ein oder andere Anregung bekommen und man kann auch die Sachen zurückschicken. Also ich habe das auch schon gemacht, man schickt die Sachen zurück und man bezahlt ja per Kreditkarte oder PayPal. Ist auch, ich habe PayPal genommen und man bekommt sein Geld auf jeden Fall wieder, falls ihr die Sachen dann doch nicht mögt oder sie nicht passen, whatever. Ich wünsche euch ein tolles Wochenende und see you soon. Bis bald. Ciao.